Während Andreas die alte Unterkonstruktion mit neuen Leisten verstärkt, kümmert sich Cindy um die Steine, die hinter den Kamin kommen sollen. Oder was machst du da genau? Also ich habe jetzt mal die Verblende rausgeholt, habe mal gemessen, wie viel ich vom Maß her brauche und habe dann vor, die Verblende mit der Nassschneidmaschine einfach zu kürzen. Na, sie ist ja mutig. Das würde ich nicht machen. Das wäre nicht so meins. Und die Problematik ist, wenn wir mit dem Nassschneider haben, ein wunderbares Schnittbild. Das franzt nichts und gar nichts. Das Problem ist, sie werden nass. Sie dürfen aber nicht nass an die Wand. So habe ich den Backofen angeworfen. Also ich backe keinen Kuchen, sondern Steine heute. Wow, souverän an der Säge, die Cindy. Die hat die alleine geschnitten mit der Nasssäge? Na, das ist ja cool. So, wie man sieht, ist es jetzt patschnass. Und das ist das Problem. Ich werde natürlich jetzt Kroppe noch mal abwischen und dann ab damit in den Backofen. Ich würde aber sagen, ich schneide jetzt noch ein paar, damit der Backofen auch gut belegt ist. Und dann gibt's Steinebraten. Sie riechen schon gut. Die Idee ist ja mal geil, aber ich weiß nicht, ob ich das brauche, weil die werden ja auch so trocken an der Luft. Aber nicht so schön kross. Nadja und Christoph haben endlich den ersten Haken auf ihrer Checkliste. Die alte Trennwand ist weg. Jetzt kann die gegenüberliegende gepimpt werden. Die Schrankwand bekommt einen neuen Style. Wie macht sich Team Melle, Marc? Sieht ganz gut aus. Als Team sind sie auch gut. Sie arbeitet schön mit. Ja, momentan läuft so ein bisschen Hand in Hand. Er macht ab, gibt ihr entgegen, sie nimmt es direkt weg. Ja. Dann kann er oben bleiben, kann weitermachen. Das war dies. Dieses war der erste Streich und die Türen, Chris? Die werden jetzt geschliffen und neu lackiert. Schranktüren müssen angeschliffen werden, ganz fein, mit feinem Papier, dass die Oberfläche rau ist. Und dann kann man die sauber lackieren. Man könnte die auch sprühen, sprayen. Und du machst was jetzt? Ich fange mit Tapezieren an. Och, sie tapeziert? Na sicher, aus Leidenschaft. Und dann auch noch so schnell. Aha, wo vorher Streifen waren, kommen jetzt neue Streifen hin. Die Bad Kreuznacher Checkliste kann derweil schon mit zwei Haken aufwarten. Und sind deine Schmorplatten schon gar, Cindy? Oh ja, unheimlich. Da kann man sich die Zähne dran ausbeißen. Aber ich fasse jetzt trotzdem nicht an, weil 50 Grad ist 50 Grad. Ich gehe auf Nummer sicher. Ja, Bibi, der kriegst du auch Hunger, hä? Vielleicht sind ja inzwischen Spekulatius draus geworden. Oder Cindy, wie ist der Stand der Steine? So, und dann würde ich sagen, die kann man dann weiterverarbeiten. Und die nächste Charge kann dann auch schon wieder rein. Jetzt macht die das mit jedem? Dauert ja ewig. Wieso? Das erste Blechbacksteine kann ja schon mal an die Wand hinter den Kamin. Also ich muss sagen, von der Verarbeitung her habe ich den jetzt zum ersten Mal. Der rührbare ist von der Substanz her wesentlich besser. Der ist ja hier prappig und fließt kein bisschen, also er gibt überhaupt nicht nach. Das muss ich mal gucken, muss mich dran gewöhnen. Ist ein bisschen anders, aber gut. Ah, nun guck sich das doch einer mal an. Selbst ist die Frau. Noch 32 Stunden. Prappe, prappe, prappe. Ich hoffe, dass jetzt nicht jeder Handwerker, der das richtig kann, die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, das kann nichts werden. Nee, Bibi, solange es hält, dann passt das schon. Es reicht ja, wenn du dir mit dem Zahnspachtel auf die Wand den Kleber aufträgst und dann machst du das ruhig mal so ein Stück hoch und dann kann man die Steine dann da nett übereinander setzen. Schatzi, läuft's bei dir? Ja. Super. Danke der Nachfrage. Alles wie geplant. Du, ich brauch die Luft für mehr. Okay. Handwerklich sind die beiden sehr gut. Yep, weiter so. Okay. Ich war jetzt etwas schneller wie ursprünglich gedacht, weil ich zuerst jetzt die Tapete dran mache. Denn dann kann ich es nämlich unter die Latten drunter machen und muss nicht genau schneiden. Na klar, erst die Tapete, dann die Latten. Dann gibt es einen sauberen Abschluss. Logisch. Hier darf die untere Schicht bleiben und wird einfach überklebt. Ich könnte jeden Monat neu tapezieren. Wissen wir, Nadja. So, dann die erste Tapete. Und die ist außergewöhnlich. Die erste Tapete mit Doppel-D in der Mitte. Die erste Tapete. Was hat er denn da für eine Tapete? Oh Gott. Sagen wir so, ich habe den Vorschlag gemacht und er hat sich nicht gewehrt.
Also Geschmackssache, aber... Das sieht ja aus wie eine alte, rostige Bauplatte. Mir ist die auch persönlich zu dunkel. Für den Raum auch. Der Raum ist zwar groß, aber es hat nur ein kleines Fenster. Aber Andreas hat noch große Pläne für die Beleuchtung. Vielleicht wird es ja noch von der Höhle zum Highlight. Abwarten. Ja, die machen einfach. Die machen Gas, 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 Gas. Tapete ist dran. Dann hast du stark gemacht. Da war ich jetzt nicht so die... Punkt 3, tapezieren, Haken dran. In Melle läuft's genau umgekehrt. Hier steht der Mann an der Maschine und die Frau tapeziert. Noch 29,5 Stunden. Gutes Team. So will ich's haben. Sie ist handwerklich am Arbeiten, er ist handwerklich am Arbeiten. Das ist ein Geheimnis dafür. So klappt das. Super. Ja, immer genug Abstand halten. Dann klappt das. Christoph schleift die alten Schranktüren ab. Was hast du denn da in die Maschine gespannt, Chris? Das ist 120er Schleifpapier. 120er, das ist ein bisschen rau. Also, da hättest du 220er nehmen können. Oder sogar. Ja? Noch feineres Papier. Ah. Ja, vor allem, warum macht das dann mit Maschinen wie die anderen Fläche auch? Ist auch eine gerade Fläche. Unterdessen arbeitet sich Nadja Bahn für Bahn nach vorne. Und Baby Leo lässt sie dabei nicht aus den Augen. Die Mama tapeziert. Und guck mal, wie gut sie das macht. Ich kann auch tapezieren, ja. Bin aber schneller. Richtig. Na, Nadja, bist du zufrieden? Mit der Wand ja, mit der nicht. Warum nicht? Was ist denn los? Mit dieser Ecke hier, das wird man sehen. Hä? Oh, da muss noch ein bisschen was rein, ne? Oder da kommt ja noch Tapete drüber, oder nicht? Ja, Ecken sind mir doof, weil nie weiß, wie gerade die Wand ist. Zeichnest du ja auch immer die erste an, messen wir ab. Was kommt jetzt? Andere Seite. Auf der gegnerischen Seite macht Cindy schon wieder eine gute Figur an schwerem Gerät. Diesmal gekonntes Kreissägen. Kann ich dir auch noch bei? Nee, würde ich gar nicht. Ist doch aber scharf. Also, die Säge. Egal, der Mann ist unzufrieden. Was habe ich gesagt? 56? 56? 2 mm. Ja, das ist schon mal drüber. Das ist ja nicht schlimm. 2 mm sind 2 mm zu viel. Die haben vorher bestimmt so einen richtigen Plan gemacht. Schlachtplan. Schatz, wir streiten uns nicht. Also, es kommt drauf an, wie das Sägeblatt wird. Das ist halt ein bisschen dicker. Und wenn du genau misst, und je nachdem, auf welche Seite vom Strich, kann das sein, dass ein Millimeter mehr am Brett dran ist. Und dann ist das der Millimeter, der zu viel ist. So. Er will's genau, also macht's die Frau. Perfekt. Na also, ihr habt übrigens noch 29 Stunden Zeit, Andreas. Läuft? Ach, Jesus. Was geht, Schatz? Was denn? 29 Minuten. Wie viel? 29 Stunden. Oh Gott, Panik. 29 Stunden. Ist noch ein bisschen was. Ja. No. Aber die wird nicht so zickig wie ich, wenn die müde ist. Das stimmt. Zickig oder nicht, innerhalb von 36 Stunden muss die Checkliste abgehakt sein. Weitere Punkte gibt's für Teamarbeit und die handwerkliche Umsetzung. Zwischenbilanz? Deine, die Ecke ist hier schon fertig, die Seite ist fertig. Noch ein bisschen Eckleiste dran, dann hier noch ein bisschen. Ja. Ach so, da ist ein Höhenversatz. Da ist ein Höhenversatz. Der macht, weil er eine indirekte Beleuchtung macht. Alter, das dauert ja ewig. Passt schon. Wir machen das. Wenn nicht, schicke ich meinen Schatz ins Bett. Dann kann die für uns beide schlafen. Der kann sich aber gar nicht kontrollieren. Brauchst du nicht. Der kann sich ja gar nicht schlafen, weil ich ständig denke, der muss gucken. Ne? Das ist dir überlassen. Ich würde mir wünschen, dass über die Nacht die neue Holzdecke montiert ist. Guckt euch an, wie es jetzt aussieht. Guckt euch an, wie es morgen aussieht. Dann wisst ihr, wie unsere Nacht war. Ja. Sollen wir euch dann jetzt verabschieden und ihr macht Feierabend? Yep. Habt ihr es gut? Yep, aber erst checken wir die Checkliste. Die Holzdecke ist ab, die alte Tapete auch. Neue Tapete klebt schon. Na dann, gute Nacht nach Bad Kreuznach. In Melle hat Christoph die Nase voll von Farbnasen. Tapezieren und Farbe ist nicht meins. Ich habe da kein Händchen für. Noch nie gehabt. Wenn ich was nicht kann und nicht mag, dann hätte ich jetzt zum Beispiel versucht, entweder meine Frau das machen zu lassen, wenn er es nicht will. Mal gucken, ob sie ein besseres Händchen hat. Oder eine schöne Folie draufrakeln. Bei solchen Lackierarbeiten würde ich keinen Pinsel nehmen, sondern ein Lackröllchen. Das ist ein Schaumstoffröllchen. Das wird genommen und damit könnt ihr sehr schön den Lack gleichmäßig aufarbeiten. Ihr bekommt eine
glatte, gleichmäßige Oberfläche. Mit dem Pinsel zieht man oft Pinselstriche und verteilt die Farbe ungleichmäßig. Manchmal muss auch mal gebrüllt werden auf der Baustelle. Baby Leo läutet die Pause ein. Oh, der hat aber Qualm, der Kleine. Und Frau? Wie sieht's aus? Ja, fast fertig, die erste Hälfte. So. Ich bin begeistert, ja. Kriegt ihr alles rechtzeitig hin? Ja. Hört sich noch gut an. Zu schaffen sein. Und was macht ihr heute noch? Ja, jetzt. Ein paar Tapeten müssen noch dran. Und dann haben wir ja noch das Projekt Tisch und Regal. Ich mache Lichtschalter auch schon dran und Steckdosen. Wenn man denkt, dass der erste Tag vorbei ist und die haben beide gut mitgearbeitet, ja, der Raumteiler ist entfernt, die alte Tapete ist entfernt, der Wandschrank wird gerade modernisiert, aber was großes Thema noch ist, sind Möbel bauen. Die Arbeitsfortschritte sind nicht klar zu erkennen, aber sind da und das ist eigentlich ganz gut. Ich sag mal vorsichtig eigentlich, da ist noch viel zu tun. Wir überlassen auch Team Melle gegen 19 Uhr seinem nächtlichen Schicksal. Inzwischen sind wieder alle 4 Kinder daheim und müssen versorgt werden. Dann kann's weitergehen. So, die Kinder sind jetzt im Bett und ich widme mich meinen Tapeten weiter. Das muss ja hier alles noch fertig werden. Und Chris ist gerade dabei, die letzten Türen zu schleifen. Genau. Was? Ist so laut bei euch? Ach so. Und dann wollte ich gucken, ob ich das noch schaffe, hier das Gestell vom Schrank so ein bisschen anzuschleifen und dann weiß zu streifen. Ich bin voll im Bademantel. Guten Abend. Guten Morgen. Oder so? So, wir haben es 2:10. Wie man sieht, meine Frau ist im Bett fertig. Ich gehe ins Schlafen. Wir haben soweit alles fast fertig. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Unterdessen wird in Bad Kreuznach noch gewerkelt. Wie läuft's bei euch? So, wir gehen langsam Richtung Endspurt. Oben ist nur ein kleines Loch. Ansonsten ist der Außenrahmen komplett fertig. Mein Schatz ist schon total schlafskaputt, ich auch. Aber wie ihr seht, wir sind noch dabei. Der nächste Morgen im Esszimmerwettbewerb in Bad Kreuznach. Die Zeit läuft eiskalt weiter. 12 Stunden 40 haben Cindy und Andreas noch. Ich bin mal gespannt, ob die überhaupt geschlafen haben. Also vielleicht eher weniger, sie mehr. Aber sie muss ja auch kontrollieren. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie ist es? Kalt, weiß und müde. Oh, der sieht aber müde aus. Kleiner Äugelchen hat da aber, ne? Wie lang ging's denn gestern? 3:15 im Bett. Ja, später als wir, aber ich hab... Na, er hat gesagt 3:15 im Bett. Ich hab auch bis 2. Wann war ich im Bett? Weiß ich nicht. Es war auch 3, kurz nach 3. Warte, ich will gucken, was ich hier... Auf, komm rein. Auf, komm rein. Jetzt bin ich gespannt, wie... Decke. So, die kniet schon auf dem Boden an der Arbeit. Hi. Ich friemel jetzt gerade die Deko. Ich habe ja gesagt, aus diesem Platzdeckchen möchte ich ein bisschen was an skulpturartigen Elementen draus basteln. Hab dann vom Bronze ins Messing übergehen, damit das alles hier so einfach auch stimmig wird. Aha. Was habt ihr noch geschafft? Einmal haben wir komplett den Außenrahmen fertig. Der Innenrahmen steht, Gardinenstange hängt. Also wenn die Tapeten jetzt an den Seiten so bleiben, die ist orange mit den neuen Tapeten. Ich finde, da sind viel zu viele Farben in einem Raum. Die Steckdosen, die haben wir gestern Abend noch lackiert, die haben wir jetzt schon drin. Joa, Kamin. Wenn ihr es euch mal angucken wollt, der ist soweit in den Endzügen. Hat ja doch noch ein bisschen was geschafft. Ich verblende nie wieder irgendwas, nie wieder. Der Kamin, das ist... keinen Spaß gemacht. Also das ist eine Arbeit, die sieht vielleicht ganz nett aus, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht. Ja, ist halt so. Nicht jede Arbeit macht Spaß, nicht jede Arbeit geht einem leicht von der Hand. Ne? Ja, gut, aber wir sind halt Kämpfer. Ich bin mit dem Zwischenstand zufrieden. Ich befürchte aber, die Holzdecke bricht denen das Genick. Na, hoffentlich nicht. Bisher haben bei Schraubensägensiegen noch alle Heimwerker überlebt.
Läuft hier eigentlich Zeitlupe? Die sind beide lahmen, die gerade. Tag 2, die haben nicht so viel geschlafen und die kommen nicht so richtig in den Gang. Wenn ich mir überlege, mit was für ein Gas und Elan die rangegangen sind am ersten Tag, das wird ja aber mal ganz, ganz eng werden jetzt.